Wir freuen uns alle sehr, dass wir hier als Keynote-Panel auf der Bühne stehen dürfen. Ich bin Carola Lilienthal, Arno Haase, Olli, Nachname? Marco Heimershoff und Eberhard Wolf. Und wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten. Wir wollen mit euch gerne darüber reden oder euch gerne, ja, wir wollen untereinander darüber reden und hoffen, dass ihr was davon mitnimmt und uns hinterher vielleicht noch mit Fragen überfallt, wie was man tun kann, um DDD ins Unternehmen einzuführen. Und als erste Frage, über die wir uns Gedanken gemacht haben, war, wie kriegt man das eigentlich hin? Wo fängt man an? Beim Management, bei der Entwicklung? Olli, sag mal, wie du es bisher erlebt hast, gemacht hast? Also in den meisten Fällen war die Entscheidung gar nicht bei mir, sondern es kommen halt Leute auf mich, uns zu und sagen, hier, kannst du Spring Consulting machen? Und dann komme ich da hin und dann stellen wir eigentlich fest, dass die Probleme eigentlich woanders liegen. Nämlich eben in der Art und Weise, wie der Code gebaut ist, wie vielleicht die grundlegenden Konzepte von DDD implementiert oder nicht implementiert sind. Und dann fängt man an, darüber zu sprechen und dann ergibt sich so ein Weg dahin. Das heißt, ich sehe hauptsächlich den Weg über die Entwicklungsabteilung, über die Entwickler und dem Aspekt, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, über die taktischen Patterns zu sprechen, auf dieser Ebene. Ja, okay. Arno, ich glaube, bei dir ist das ähnlich, oder? So habe ich das vorhin verstanden. Erzähl mal. Ja, fast noch ein bisschen konsequenter. Wenn ich zu Kunden komme, also ich schon die Frage, wie führt man DDD ein, stellt sich für mich niemals so eigentlich. Ich habe noch keinen Kunden gehabt, wo der irgendwie gesagt hat, ich möchte gerne DDD einführen, sag mal, was machen wir da am besten? Es ist eher so, dass ich in meinem Rucksack, in meiner Werkzeugkiste auch DDD mitbringe. Ja. Und ich arbeite ja immer am Code bei Kunden und gucke dann eher, dass ich die Entwickler gewinne für irgendwas. So kleine Refactorings, Quick Wins, Einführen von Value Types, ja, einfach Refactoring, Dinge entkoppeln und dann geringere, ja, irgendwelche Boundaries, wo dann Dinge schön auf einmal einfacher werden, wenn man sie ein bisschen umstellt. Und auf die Weise versuche ich, die Entwickler zu gewinnen. Das ergibt sich so ganz natürlich. Ja. Und irgendwann kann das dann Richtung Management gehen, wenn wir uns einig sind, dass wir gerne größere Dinge tun würden und dafür noch das Okay brauchen. Okay, also auch von unten her. Wie ist es auf der anderen Seite? Die andere Seite von der Carola, ja. Also wie Arno schon gesagt hat, DDD ist nicht zum Selbstzweck und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Firmen, die DDD einführen wollen als Ding, das sie jetzt haben, die scheitern häufig damit, weil sie sich da in dieser Komplexität vergehen. Aber DDD als Werkzeugkasten zu nutzen, um wertvoll damit die Domäne zu erforschen, besseren Code zu schreiben und bessere Architektur zu bauen, funktioniert in meiner Erfahrung am besten, wenn beide Parteien zusammenkommen. Mhm. Also wenn man die Trennung zwischen Entwicklung, Architekten und Fachleuten auflöst und dafür sorgt, dass sie gemeinsam modellieren, weil am Ende der Code, den ich schreibe, die Klassennamen, die ich wähle, repräsentieren Business-Konzepte und die Business-Leute müssen die gleiche Sprache sprechen, weil aus deren Fachlichkeit kommt halt unsere Implementierung. Und genau, den Dialog herzustellen durch Modellierungsmethoden wie Eventstorming oder Ähnliches, hatte für mich immer den größten Benefit. Von da wächst der Rest in beide Richtungen. Von da wächst strategisches Design und taktische Implementierung besser aus. Und Eberhard, bei dir? Ja, ich glaube, ich sehe das halt ein wenig anders an der Stelle. Für mich ist halt Domain-Driven Design vor allem eine Möglichkeit, grob granulare Strukturen zu bauen, um daraus irgendwie Microservices zu machen. Und das ist etwas, was für mich ein Architekturthema ist. Also das Thema mit dem taktischen Design ist ein anderes Thema. Ich hatte das auch für ausgesprochen wichtig und hatte das auch für nachvollziehbar, was ihr gesagt habt, aber nicht. Also diese grob granularen Konzepte sind halt was anderes. Und dort ist es so, dass ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, es einzuführen über Workshops, wo man halt diese Sachen erklärt, wo man die Konzepte erklärt, wo man halt das auf konzeptioneller Ebene diskutiert. Es gibt teilweise Unternehmen, die dort eine strategische Entscheidung haben, die sagen, okay, wir machen halt Domain-Driven Design und bestimmte Dinge aus dem strategischen Design, wie Teams zum Beispiel interagieren, das ist ja auch ein Thema aus dem Domain-Driven Design, sind eigentlich nur mit Management-Buy-in überhaupt ernsthaft umsetzbar. Und das ist, glaube ich, da auch so ein Weg, nicht? Also entweder von unten mit dem taktischen Design oder eben eher so von oben und das sind mit dem strategischen Design, das sind, glaube ich, zwei Alternativen an der Stelle. Und hast du es erlebst, dass du das Management mit dabei hattest? Ja, also das ist so, nicht? Also das gibt im Unternehmen, die sich halt da strategisch drum kümmern und die eben auch sozusagen auf der oberen Ebene das umsetzen, auch auf den oberen Architekturebenen und das ist ja auch das, wo ich Wirkung entfalten kann, um eben diese grob granularen Aufteilung und die Interaktion zwischen den Teams überhaupt zu definieren. Und das ist eben eine andere Ebene, nicht? Also das taktische Design ist davon getrennt, das ist natürlich auf Code-Ebene, das ist etwas, was man über den Weg irgendwie nicht einführen kann, nicht? Das ist halt klar.
Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, okay, was erlebt man da? Also funktioniert das einfach so? Also jetzt eben klang es so, ja, wir können das so machen, ne? Und das funktioniert. Aber ich glaube, es gibt auch immer wieder Probleme. Das denke ich zumindest. Arno, du hast bestimmt irgendwelche Probleme erlebt, die du uns erzählen magst. Ja, Probleme gibt es immer. Naja, die eine Sache ist, dass Kunden oft ihre Datenbank für heilig halten und sagen, wir haben eine Datenbank und das wird immer eine Datenbank bleiben, egal was wir machen. Und das Datenmodell ist eigentlich auch fest. Wir wollen unser Datenmodell nicht anfassen. Das braucht dann so ein bisschen Gewöhnung an Refactoring und den Wert von Refactoring, bis man das langsam mal anfassen darf. Aber das ist so oft einer der Widerstände gegen Refactoring. Ja. Eine andere Sache irgendwo, wo es echt Widerstände gibt am Anfang oft, das ist so, ja, eine einheitliche Sprache zu finden. Das ist ja auch einer der Kernpunkte von Domain-Driven Design, dass man diese Ubiquitous Language, diese einheitliche Terminologie hat. Ja. Das finden dann im Prinzip alle ganz gut oft. Aber so in der Praxis ist es dann, ja, nee, hier, aber das ist, dieser Kunde extern redet so und deswegen nehme ich diesen Begriff lieber. Und das, also diese Einheitlichkeit in die Praxis einzuführen, das ist ein überraschend zäher, langer Lernprozess, habe ich so oft die Erfahrung gemacht. Und ich erinnere mich gerade, dass du vorhin irgendwann erzählt hast, dass ihr bei euch in der Firma das auch selber gemacht habt, eingeführt habt und dass es dann auch Schwierigkeiten gab. Absolut. Willst du das nochmal auspacken? Ja, also wir haben vor 12 Jahren knapp angefangen, so eine Healthcare-Software zu bauen für deutsche Healthcare-Systeme und haben die Idee angefangen aus der taktischen Ebene. Als Softwareentwickler, lass uns die Sprache besser machen, lass uns Aggregate entwerfen. Und dann haben wir ganz toll über Ubiquitous Language geredet und Management hat uns ab und an Wörter gegeben, die wir mit verarbeiten sollen. Aber das ist irgendwann kolossal gescheitert. Und es hat erst angefangen zu funktionieren, als wir die Kultur verändert haben im Unternehmen. Also weil aus meiner Perspektive oder Erfahrung inzwischen DDD halt nicht ein rein technisches Thema ist, sondern erst im Wechselspiel durch alle Parteien zu einem kontinuierlichen Lernprozess dadurch funktionieren kann. Und also die Sachen, die für mich immer scheitern, ist, wenn halt das Management alleine versucht, DDD durchzudrücken gegen die Entwickler, weil die Entwickler dann halt häufig sagen, ey, wir machen aber Code so und so. So wir wollen Microsoft, das gibt es. Es gibt Unternehmen, die haben auf Management-Ebene oder auf Product-Owner-Ebene von Modellierung und strategischem Entwicklung gehört und wollen halt DDD einführen. Das ist seltener als der andere Weg, aber das gibt es halt auch. Oder halt Techniker, die sagen, wir wollen DDD alleine einführen. Und das größte Problem dabei ist, finde ich, ein Kulturproblem zwischen beiden Parteien, weil häufig Manager oder Businessleute diese Perspektive haben, wir schmeißen eine Beschreibung und Pizza über die Mauer, irgendwann kommt Code raus, der dann gut funktioniert. Und Entwickler vertrauen ihren Fachleuten halt nicht, dass sie ihnen vertrauen würden und dass sie ihnen schon die richtigen Infos geben. Und deswegen sind für mich diese Modellierungsmethoden, die beide Parteien zusammenbringen und für einen echten Aufbau von Vertrauen sorgen, das Grundwerkzeug, womit ich arbeiten muss, bevor ich überhaupt anfangen kann, sinnvoll den Code zu strukturieren. Also du meinst jetzt so Collaborative Modeling, ja, genau. Techniken, ja. Event Storming, Domain Storytelling und welche was auch da immer, alles sonst noch so. Genau, das heißt, die Methode an sich ist eigentlich egal, solange sie zum Team passt. Wichtig ist, dass das Vertrauen dadurch aufgebaut wird. Weil mangelndes Vertrauen und das gegenseitige Anforderungen stellen, ist das, was am Ende zum schlechten Produkt führt. Wenn wir nur gegen eine Erwartungshaltung arbeiten und nicht miteinander an einem Ziel. Und das ist, wo DDD extrem gut ist, das auf allen Ebenen zu fördern, von Code bis Kultur. Ja. Entspricht das auch deiner Erfahrung, Eberhard? Also das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt. Die meisten Themen sind halt irgendwie Kulturthemen im Projektleben. Trotzdem sozusagen ein anderes Thema an der Stelle. Was ich bei Domain-Driven Design so ein bisschen komisch finde oder was so ein bisschen skurril ist, das ist ja eigentlich ein Thema, was wir ungefähr 15 Jahre haben. Nicht? Da gibt es irgendwie das Buch von dem Eric und da steht irgendwie im Wesentlichen das drin, worüber wir heute immer noch reden. Und ich glaube, das ist halt eins der Probleme. Also die Konzepte sind da, die sind irgendwie aufgeschrieben, die muss man halt sozusagen, man muss sozusagen nur das Buch lesen, aber dann tatsächlich diese Ideen umzusetzen und dafür und die halt auch wirklich zu durchdringen und zu verstehen und da halt auch im Detail anwenden zu können, das ist eigentlich die Herausforderung. Und da ist, glaube ich, das ist vielleicht auch ein Problem, was wir halt in der Branche insgesamt haben. Es gibt eine Menge an Konzepten, es gibt irgendwie Dinge, wo man dann irgendwie auch ganz schnell sagt, ja, ist doch klar, das funktioniert so und so machen wir das halt jetzt. Aber es ist eben dieses tiefere Verständnis und tatsächlich dann diese Konzepte auch umsetzen zu können und das irgendwie wirklich zu machen, das ist irgendwie auch ein Thema. Und für mich bedeutet das eben, dass ich eigentlich versuche, weniger zu vermitteln und weniger umzusetzen, aber dafür zu sorgen, dass die Sachen, die ich umsetze, auch tatsächlich dann umgesetzt werden und dazu führen, dass Leute anders an Probleme rangehen. Also sozusagen eher auf die Tiefe zu fokussieren und nicht so sehr auf die Breite an der Stelle. Hast du ein Beispiel,
Ja, das ist ja ein bisschen das, was wir vorhin diskutiert haben. Also eben zu sagen, wir machen halt Strategic Design, wir machen vielleicht auch, wir erklären erstmal im ersten Schritt nur einen Teil davon, sorgen dafür, dass das eben tatsächlich umgesetzt wird und sagen jetzt nicht, hier sind irgendwie 15 Patterns und so ist halt die Gesamtsicht. Und das kann man halt tun, nicht? Also man kann sich irgendwie hinstellen und kann halt in einer Stunde die 15 Patterns runterbeten und dann ist es halt so. Bessere Erfahrungen habe ich damit gemacht, wenn man es halt irgendwie tatsächlich umsetzt, es tut und dann irgendwie vielleicht weniger hat, was aber tatsächlich irgendwie angewendet worden ist und dann halt auch in den Projekten umgesetzt wird. Das und dann auch so ein bisschen mit einem Vorbild und mitmachen und zeigen, wie es geht. Exakt, ne? Also ja, genau, so, das höre ich da so ein bisschen raus. Ne? Genau. Also dass dieses, ich lese das Buch und will es dann alleine machen, das ist eher ein nicht so erfolgreicher Weg, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Ja, wobei, also eine Sache, die ich ganz gerne mal sehen würde, ich habe das noch nicht gesehen, dass das jemand macht, aber so eine Art Lesezirkel könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass man eben sagt, nicht, was steht da eigentlich drin, diskutieren wir mal drüber, wir versuchen das Verständnis halt dort zu bekommen und ich weiß nicht, wie es bei euch war, ihr habt ja auch ein Buch übersetzt, das war halt für mich ein Motivator, die Referenz zu übersetzen von dem Eric, um irgendwie sich mal mit diesem Thema auch nochmal intensiv auseinanderzusetzen und das halt auch wirklich dann tief durchzulesen an der Stelle. Ja, das war bei uns auch so ein bisschen so. Olli, Fallstricke in deiner Erfahrung? Ich habe gerade noch mal überlegt, was so, oder das versucht so ein bisschen zu abstrahieren aus den individuellen Projekten, die ich da so sehe. Was ich erstaunlich finde oder interessant ist eigentlich, denn wenn man gerade mit so Entwicklungsteams arbeitet und Entwickler trifft, die eigentlich immer auf der Suche danach Vereinfachung sind. Ja, Dinge sollen einfacher werden. Wenn man dann zu denen kommt und sagt, ja, ihr müsst euch aber Gedanken machen, ihr müsst darüber nachdenken, ihr müsst über die Fachdomäne nachdenken, dann sind die oft leicht irritiert zum Anfang. Ja, also weil die eigentlich lieber so Schema F oft hätten und Sachen so hier, wie kann ich möglichst schnell irgendwie einen Service erzeugen oder sowas. Und dann gibt es natürlich auch vier Tools, die einem verkauft werden, die das dann ermöglich machen sollen. Und dann sagt man, okay, wenn ich das Ding benutze, dann passt das alles. Und dann tauchen aber diese ganzen Probleme auf, irgendwie Verkettung von Services und so weiter und so fort. Dass es dann oft schwierig ist, die da wieder rauszuholen und zu sagen, so, ihr habt jetzt hier 250 Entitäten rumliegen, die sind alle mit JPA miteinander verknüpft. Wo sind denn jetzt hier irgendwie Cluster oder Aggregate oder sowas? Und dann, also ich habe es wirklich gehabt, wir haben das einen Tag gemacht und dann haben die sich nochmal gemeldet und gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt erstmal hier zwei Wochen drüber nachdenken, komm mal bitte in zwei Wochen wieder. So. Also das ist oft, also da ist oft einfach eine Mentalität, die da nicht drauf vorbereitet ist in gewisser Weise. Und, also wo eher ein technisches Gedankengut vorherrscht? Sowas? Richtig, genau, weil natürlich irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das von außen ist, dass man so in gewisser Weise erzogen wird. Natürlich zu sagen, das habe ich schon mal gemacht auf eine Art und Weise, das hat so und so funktioniert, das mache ich wieder so. Ja. Ja, ohne dann vielleicht zu gucken, gibt es leicht andere Wege oder hätte das irgendwie besser gehen können. Also gerade auch, weil Domain-Driven Design ja auf sehr spezifische Umsetzungen hinaus will, nicht? Also kontextbezogene und keine allgemeinen eigentlich. Also ich finde das eigentlich auch, dass das ist, man kann ja sozusagen relativ viele Implementierungsregeln aus den Constraints, die Konzepte aufmachen, ableiten. Also welche Dinge, wie muss eine Klasse ungefähr aussehen, wenn ich sie denn schreibe? Ja, also man kann es so weit runterbrechen. Es gibt zum Teil in verschiedensten Frameworks ja Unterstützung für DDD-Konzepte. Das kann man schon tun, aber generell ist sozusagen dieser Schritt hin zu, ich denke in Events, ich denke in Aggregaten, in Entitäten oder Value Objects, ist oft einfach, oder der Schritt dahin ist oft einfach einer, der so ein bisschen schwierig ist, habe ich das Gefühl, für viele. Ja. Du hattest eben schon angesetzt und wolltest noch was sagen. Ja, es hat ein bisschen gebrannt. Ja, bitte. Also, weil für den Lesezirkel gibt es tatsächlich was, es gibt virtualddd.com. Da gibt es Leute, die das Buch gelesen haben und dann online Talk darüber halten, also über das Buch sprechen und wie sie das Buch gelesen und wahrgenommen haben. Also da kann man einfach mitmachen, das ist eine Mitmach-Community. Cool. Aber zu den Fallstricken hatte ich gerade noch was tierisch brannte. Eine der größten Schwierigkeiten ist gar nicht bei der Einführung, sondern bei der Weiterführung von Domain-Driven Design immer wieder. Wenn man einmal anfängt, seine Firma und seine Struktur der Software nach diesen Bounded-Kontexten zu splitten, die fachlich getrieben sind, dann kann man irgendwann so einen Zustand erreichen, wenn man eine DDD nach Lehrbuch richtig gut hingekriegt hat, dass man sagt, wir sind happy mit der Struktur. Und auf einmal ändert sich der Markt oder die Firmenstruktur. Mhm. Das heißt, die Personen werden geschiftet, die strategische Ausrichtung shiftet sich, aber der Code und das gesamte Softwareprodukt ist jetzt so gebaut, wie das Bild vorher war. Und auf einmal habe ich in der Zukunft ein nicht mehr passendes Bild und muss jetzt anfangen, von da, wo wir sind, zu da, wo wir eigentlich hinwollen, die Software nachzuziehen. Mhm. Und quasi eine DDD-Legacy hinter sich herzuziehen, ist
nicht schlimmer als eine richtig klassische Legacy, aber es ist auf jeden Fall ein sehr bewusster Aufwand, den man betreiben muss. Mhm. Und das sollte einem beim vorherigen Design schon bewusst sein. Mhm. Wenn wir sagen, wir bauen unsere Software strukturiert nach den fachlichen Bedürfnissen, was der Kern der strategischen Entwicklung ist, dann muss man wissen und wir müssen immer wieder reflektieren, wo wollen wir eigentlich noch hin? Weil, hey, wenn wir sehen, die Richtung ändert sich, lass uns das Segel schon mal ausrichten und nicht warten, bis die Strömung uns von der Seite erwischt, damit wir auch dahin kommen, wo wir hinwollen. Mhm. Das ist in meiner Erfahrung, nach meiner Meinung ohnehin der Kern von DDD, so ein Mindset des Refactorings, ein Mindset des, wir wollen lernen, wir sind nie fertig mit dem Lernen, wir müssen das Business besser verstehen, auf dem Laufenden bleiben und den Mut haben oder dann eben auch das Management-Backing haben, um die Software an unsere erwachsene Erkenntnis und an das sich ändernde Business anzupassen, sei es im Kleinen, sei es im Großen, aber genau, das Ich wollte gerade noch ergänzen, dass ich das also eigentlich ab und zu das umgekehrte Phänomen sehe, nämlich dass wenn Leute anfangen mit DDD, sie plötzlich Code produzieren, der dann, wenn eine neue Anforderung kommt, es eigentlich viel klarer ist, wo die jetzt hingehört, als es vorher gewesen wäre, weil man eben schon in den Domänenkonzepten spricht und sagt, genau weiß, okay, das muss jetzt hier hin oder man nach einem Refactoring, wie Arno sagte, eigentlich, wenn man damit fertig ist, das Gefühl hat, warum war das nicht vorher schon so? Das ist jetzt, das ist viel klarer geworden jetzt plötzlich. Selbst wenn ich irgendwas hinzugefügt habe, habe ich vielleicht Konzepte umbenannt oder sowas. Ich glaube, es war gestern in der Keynote, wo der Kollege meinte, man soll mit ganz sinnlosen Namen anfangen und halt immer auch über die Namen iterieren. Das geht natürlich, wenn man irgendwie Schnittstellen hat, nicht nur begrenzt, weil Abwärtskompatibilität und so. Aber generell einfach das Arbeiten mit Veränderungen ist halt so das, was zum einen leichter wird, aber natürlich im gewissen Kontext dann auch natürlich wiederum Arbeit benötigt. Hast du noch einen Gedanken dazu, Eberhard, gerade? Also vielleicht noch ein generelles Thema an der Stelle. Also Domain-Driven Design sagt es ja schon, es ist halt irgendwie so, dass es getrieben ist durch die Fachlichkeit. Und also ich habe Informatik studiert, weil ich mich für Technik interessiere. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein tatsächlich ernsthaft ein fundamentales Problem. Nicht? Also wenn ich mich halt ich muss mich dafür interessieren, Fachlichkeit umzusetzen. Ich muss mich für die Fachlichkeit interessieren. Und das ist eigentlich nicht der Grund, weswegen ich zumindest mal irgendwie ins Business gekommen bin. Aber so ist es halt irgendwie. Und ich glaube, da ist halt auch ein prinzipieller Blocker, einfach ein relativ fundamentaler, prinzipieller Blocker, wenn es schief geht. Also das erlebe ich bei uns auch immer wieder. Wir brauchen Menschen, die gerne Anwendungssoftware bauen und nicht die Technik. Und manche Menschen wollen was anderes. Ist auch okay. Ja? Also es ist nur, wenn man Domain-Driven Design machen will, ist das wichtig. Jetzt ist natürlich... Dazu gerade was ergänzt. Genau, das kenne ich natürlich auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man durch Verschieben der Rahmenbedingungen zum Teil Leuten, die, sagen wir mal, wenig Spaß am Kontakt mit Menschen haben, den Weg zu ebnen, sich mit der Fachlichkeit zu beschäftigen. Dass man irgendwo so den Kundenkontakt, den Fachseitenkontakt vom Durchdenken und Strukturieren der Fachlichkeit trennt. Und dass das auch Leuten, die eher Spaß am für sich Denken haben oder strukturieren, durchaus Freude an der Fachlichkeit bekommen können, wenn da eben nicht die unangenehmen Dinge wie angerufen werden und rausgerissen werden und Meetings und so mit dranhängen müssen. Aber ich glaube, das ist ja auch eine grundsätzliche Frage. Ne? Gucke ich auf meine Mitarbeiter und sage, jeder muss hier, ich übertreibe jetzt alles machen, oder gucke ich auf sie und sage, oh, hier gibt es Talente für dies oder das und das respektiere ich und so setze ich sie auch ein. Nicht? Also das, was du sagst, geht so ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, genau. Aber eben, ich glaube, dass es total wertvoll ist, wenn die fittesten Köpfe im Team sich mit der Fachlichkeit auseinandersetzen. Und ich wollte nur sagen, ich glaube, das gibt, also man kann bis zu einem gewissen Grad Dinge tun, um es ihnen den Spaß daran zu geben und die Probleme zu beseitigen. Es geht nicht unendlich, aber... Ja, also ich würde das ein bisschen verändern, nicht die Fittesten, sondern die Motiviertesten, würde ich sagen, die Interesse daran haben. Hoffentlich sind das dann auch die Fittesten oder mit da drin, sonst hätten wir ein Problem. Aber DDD hat ja diesen Untertitel im Buch Tackling Complexity in the Heart of Software. Es geht ja darum, die essentielle Komplexität der Domäne einzufangen. Und das ist so, wo wir als Techniker sagen, wir mögen komplexe Technik, wir lieben es, Frameworks zu studieren, komplexen Code aufzubauen, Strukturen zu designen.
wenn wir das machen können, um eine Fachlichkeit abzubilden, die komplex ist, sodass, wenn jemand mit einer Änderung kommt, wir sehen, oh, diese komplexen Steuerregeln, hier im Code finde ich sie abgebildet und jetzt muss ich versuchen, mit der Technik, die ich beherrsche, das kompilierbar zu kriegen. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß, weil das genau das ist, wo ich beide Fähigkeiten zusammenbringen kann. Und jemand, der halt lieber mit JavaScript-Frameworks UIs baut, hat trotzdem einen wertvollen Beitrag, gehört aber natürlich dann nicht in die Kerndomäne rein. Und im DDD brauchen wir halt all diese Fähigkeiten, klar. Infrastruktur, UI und die Domain-Modellierer. Deswegen gucken, wo die Motivation steckt und dafür sorgen, dass wir die fachliche Komplexität abbilden. Klar, was ich meine ist, es gibt Leute, die wahnsinnig gut darin sind, strukturiert zu denken, scharfe analytische Fähigkeiten haben, aber gewohnt sind, dass man die scharfen analytischen Fähigkeiten nur in Performance-Optimierung der Datenbanken oder so etwas einsetzen kann. Und da, glaube ich, ist es gut, eine Pufferschicht zu schaffen bei Bedarf zwischen den der Fachseite und diesen Leuten, aber das in den Weg zu ebnen, dass sie diese Fähigkeiten einsetzen, um fachlich zu analysieren, Dinge zu zerlegen, zu strukturieren. Genau, und also ein bisschen ist ja auch das, was du, glaube ich, gesagt hast, oder wie man es halt auch interpretieren kann, nicht Leute, die halt nicht, wo das Setting nicht so ist, dass es eben einen vernünftigen Zugang gibt zur Fachlichkeit, haben dann natürlich auch keine Motivation und ziehen sich halt sozusagen vielleicht zurück. Also es ist nicht unbedingt so, dass das etwas ist, was von den Technikern selber ausgeht, sondern es kann eben auch umgekehrt passieren, dass eben die Umstände halt so sind, dass eben das von dort aus sozusagen gemacht wird. Und es stimmt nicht, also am Ende ist es halt so, dass vielleicht Entwickler eigentlich irgendwie komplizierte Probleme lösen wollen und es ist eben besonders super, wenn die Umstände und die Motivationslage, was sich gegenseitig bedingt, so ist, dass eben diese komplexen Probleme dann fachliche Probleme sind, die fachlich Werte erzeugen und dass man da irgendwie den Fokus hinbekommt. Ja, das ist doch schon mal eine gute Überlegung, dass man das auch versucht hinzubekommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in einer großen Firma und DDD interessiert mich, ich möchte das gerne machen, das hat sich alles toll angehört, was diese ganzen Experten hier auf der Konferenz erzählt haben und dann habe ich verstanden, es gibt strategisches Design, also mein System in bounded Kontexte, also so auf der großen Ebene und es gibt taktisches Design, also ich kann meine Klassen anders bauen, ich kann Building Block einsetzen. Kann ich auch nur eins von beiden, also muss ich das ganze Programm hier mitnehmen oder kann ich auch nur einen Teil machen? Olli, wie siehst du das? Also ich würde sagen, jeder hat ja wahrscheinlich, der hier sitzt, irgendwie eine bestimmte Funktion in seinem Team oder ist in einem bestimmten Team, ist Architekt, ist Entwickler oder irgendwas. Das heißt, jeder hat irgendwie Code, Projektpläne, was auch immer, die einen umgeben tagtäglich. Und ich denke, da kann man überall irgendwie Sachen oder in DDD überall Inspirationen finden, wo man da genau anfängt. Und wenn jetzt mein Bereich, das ist wie gesagt der, den ich am häufigsten sehe, ein Entwickler, der irgendwie in einem Team ist und bestimmtes Zeug implementieren, ein bestimmtes Projekt, Teilprojekt implementieren muss, der kann sich irgendwie seinen Code angucken, so wie ich das eigentlich auch jeden Tag mache und überlegen so, ist das eigentlich, spricht das eigentlich der Code, die Sprache der Domäne? Kann ich da irgendwie Dinge verbessern? Und es gibt, manchmal liegt selbst bei mir persönlich, Code, den ich vor 2 Jahren geschrieben habe, den ich über die 2 Jahre gepflegt habe, irgendwann kommt der Punkt, da kommt eine neue Anforderung, die macht dann irgendwie sichtbar, da ist irgendwie was, eigentlich müsste das irgendwie anders sein, dann bauen wir das um und dann wird das schöner. So, und dann habe ich im Kleinen, so wie Arno vorhin gesagt hat, so ein Quick-Win gehabt oder was verändert und kann da sozusagen immer mit dieser Gedankenwelt, mit diesem Ansatz hergehen und Dinge verbessern. Und ich denke, das kann man, muss Marco und Eberhard vielleicht noch was dazu sagen, auch im Großen, wenn ich sozusagen über meine Teamstrukturen nachdenke, über meine Fachlichkeit nachdenke, auch sehr punktuell machen. Ich glaube, die Effekte sind am größten, wenn man das irgendwie natürlich orchestriert bekommt, also wenn man beides im Zusammenspiel machen kann. Aber ich würde nie sagen, so, also die Ausrede, ja, nur weil wir jetzt irgendwie kein Strategic Design machen können, machen wir jetzt auch kein Tactical Design, die würde ich nicht gelten lassen, nicht weil gelten. Man kann immer vor der eigenen Haustüre erstmal kehren und dann da Dinge anschieben. Ja. Seht ihr das auch so? Also für mich sind das eigentlich 2 Fragen. Die eine Frage ist, impliziert strategisches Design taktisches Design? Und für mich sind das 2 unterschiedliche Dinge. Taktisches Design sagt, wie ich halt Klassen benenne, was halt irgendwie meine Strukturen dort sind. Und damit impliziert es halt auch zum Beispiel eigentlich einen objektorientierten Ansatz. Was eben auch, und also ich kann halt offensichtlich auch mit funktionalen Sprachen irgendwie Sachen umsetzen und das wird dann irgendwie anders sein. So, und deswegen glaube ich halt nicht, dass taktisches Design unbedingt impliziert, dass, oder DDD unbedingt impliziert, dass ich dieses taktische Design, was dort ist, irgendwie benutzen sollte. Und es ist für mich ein objektorientiertes Paradigma. Das strategische Design ist auf einer Granularitätsebene und ist für mich deswegen
unabhängig bis hin dazu, dass es halt in die Organisation reicht. Und wenn man halt diesen Teil sich anschaut, hat also nicht, wie ich halt Teams organisiere, hat irgendwie nichts damit zu tun, wie die halt irgendwie anschließend Software entwickeln. Natürlich gibt es irgendwie Synergieeffekte. Das andere, das ist auch das, worauf Oliver, glaube ich, abgehoben hat, es ist eben die Frage, was kann ich tun? Mhm. Und naja, also da ist es halt wenig hilfreich zu sagen, ich kann halt nichts tun, andere müssen was tun, sondern ich muss dann irgendwie schauen, was ich sozusagen umsetzen kann an der Stelle und was ich da halt irgendwie sozusagen machen kann. Und es gibt halt es gibt oft ein Vakuum, wo in Wirklichkeit eben Entscheidungen noch nicht gefällt werden, wo man halt sich selber einbringen kann. Man kann irgendwie Vorschläge machen. Man kann natürlich, wenn man halt Entwickler ist, offensichtlich Code anders strukturieren. Und darauf sollte man halt fokussieren. Also es macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, sich hinzustellen und zu sagen, naja, ich warte darauf, dass irgendetwas passiert als Vorbedingung dafür, dass wir halt irgendwie besser werden. Also es schält sich gerade so raus, dass man beides machen kann und mit einem anfangen kann oder mit dem anderen und so. Siehst du das auch so oder noch anders? Ich sehe das genau so. Für mich ist DDD ein Werkzeugkasten. Wie vorhin schon gesagt, DDD ist kein Ziel. Wir müssen nicht irgendwann DDD 1.0 richtig machen, sondern wir haben aus dem Domain-Driven Design strategische Methoden, wir haben Modellierungsmethoden. Mhm. Wir können so viermal nach Fachlichkeiten schneiden. Die Implikationen, das sehe ich ein bisschen anders, die Implikationen auf die Taktik sind schon sehr stark, weil für mich die Sprache in einem bounded Kontext eindeutig sein muss. Und die Beziehungen, die soziologischen Beziehungen zwischen zwei Kontextteams entsprechen den technischen Beziehungen in ihren Implikationen. Das ist so Conway's Law in beide Richtungen ein bisschen. Das heißt, da sind starke Einflüsse. Aber was auch immer die Motivation im Team ist, wenn ich Leute habe, die sagen, wir wollen Value Types ausprobieren, go wild, probiert Value Types aus. Wenn ich einen Entwickler habe, der sagt, ich würde das gerne im Detail verstehen, kann ich mal kurz zwei Fachleute und einen Businessmenschen haben, lass uns mal so ein Event-Storming machen für zwei Stunden zum Verstehen. Egal, ob das von oben oder von unten getrieben ist, wer auch immer motiviert ist, irgendeines der Werkzeuge einzusetzen, um damit besser zu werden, soll die einsetzen. Mhm. Und je mehr man einsetzt und merkt, das gibt uns Erkenntnisse, die wir gebrauchen können, können wir mehr experimentieren und mehr darin wachsen. Mhm. Wenn wir merken, diese Methode klappt bei uns nicht aus Gründen, können wir andere ausprobieren und müssen nicht weiter im DDD-Pfad gehen. Das heißt, was immer hilfreich ist, es ist nur ein Werkzeugkasten. Nehmt euch die Werkzeuge, die euch helfen und lasst die liegen, die euch gerade nicht helfen. Revised sie nochmal in ein paar Jahren und macht dann da weiter. Ich glaube, ein ganz wichtiger Teil, gerade so, ich habe so vorgestellt, wie du es gerade gesagt hast, ich bin in einem Unternehmen und ich finde das so eine super Idee, ich würde da gerne was machen. Das Erste, was mir da eingefallen ist, ist, ich glaube, DDD kann man nicht alleine einführen. Mhm. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, also einfach, weil DDD Veränderung ist, es gibt Widerstände gegen Veränderung. Das heißt, irgendwo ein wichtiger Teil, egal ob strategisch oder taktisch ist, auf Leute zuzugehen und sie zu gewinnen. Sei es für kleine erste Quick Wins, also ganz kleine Sachen kann man vielleicht auch mal alleine machen, aber letzten Endes, wenn man da was verändern will, ist es ja eine Veränderung im Team, in der Gemeinschaft. Und ansonsten taktisch oder strategisch, als einzelner Entwickler habe ich wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, taktisch etwas zu verändern. Das hängt letzten Endes aber die Frage, wo liegen Dinge im Argen. Es kann ja sein, dass eigentlich taktisch das Ganze ziemlich solide ist und ich sehe, eigentlich müssten die Dinge anders geschnitten werden. Dann hat es wenig Wert, taktisch anzufangen und umgekehrt genauso. Also von daher mit Leuten reden, Leute gewinnen und gucken, dass es genug, dass es genug Rückendeckung gibt, dass man nicht so, also U-Boot, DDD, würde ich von abraten. Mhm. Kein U-Boot? Nee, ich glaube, Arno hat gerade die Formulierung verwendet, DDD einführen. Das klingt so ein bisschen, als wäre das irgendwie ein Schalter, den man dann umlegen könnte. Also das ist es ja, glaube ich, nicht, sondern es ist so ein bisschen eine Gesamtherangehensweise an das Thema Softwareentwicklung auf völlig verschiedenen Abstraktionsniveaus. Und das wird, wenn man danach schielt, irgendwie irgendwann sagen zu können, oh, wir haben das jetzt eingeführt und jetzt sind wir damit fertig, das geht eigentlich nicht. Das ist ein Widerspruch in sich an der Stelle. Wir werden niemals fertig, habt ihr gehört. Wir können noch nächstes Jahr wieder herkommen und übernächstes Jahr. Und nein, aber so ist es ja auch, das wissen wir ja alles. Softwareentwicklung ist ein immer weiter laufender Prozess und man lernt immer wieder dazu. Und ich hoffe, wir konnten euch hier heute ein bisschen was von dem, was wir schon gelernt haben, erzählen. Das wird sich auch jedes Jahr wieder ändern, denke ich. Also ich habe das Thema auch schon öfter immer wieder in anderer Couleur erzählt. Und ich danke euch vier hier, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt und so viel berichtet habt. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wir werden jetzt gleich hier von der Bühne steigen und dann könnt ihr nach vorne kommen und uns noch Fragen stellen. Danke. Dankeschön. Danke.